Meine Damen und Herren, wir sind bei der Besprechung der Massenanziehung zweier Körper, also zweier Punktmassen, wobei, wie gesagt, auch die Sonne unter entsprechenden Voraussetzungen gut als Punktmasse angenähert werden kann. Also die Punktmechanik umfasst unter Umständen auch die Mechanik, wo auch die Sonne ein Punkt ist. Und diese Massenanziehung zweier Massen, klein m und groß m, die kann man also, wie wir gestern ausführlich besprochen haben, durch das Newtonsche Gravitationsgesetz beschreiben. Und wir haben zuletzt dieses Gravitationsgesetz in einer vektoriellen Form aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, die eine Masse groß m, die ist dort, wo der Ursprung des Koordinatensystems ist, beziehungsweise dort setzt man den Ursprung halt hin. Und die andere Masse hat dann einen Ortsvektor r in Bezug auf diesen Ursprung. Der Ortsvektor r zeigt also von der Masse groß m zur Masse klein m hin und beschreibt damit also den Raumpunkt, wo sich also diese Masse klein m, sozusagen die Probemasse, befindet im Gravitationsfeld der Masse groß m. Und die Kraft, die dort dann wirkt, in Abhängigkeit von diesem Ortsvektor, die lässt sich also dann vektoriell darstellen, einmal natürlich aufgrund dessen, was wir schon wissen von den Beträgen, als CG, die Gravitationskonstante, und dann mit einem Minus noch davor, mal groß m mal klein m und dann durch r der dritten mal r Pfeil. Und diese Gleichung, mit der wir gestern meiner Erinnerung nach geschlossen hatten, diese Gleichung ist oft Anlass zu Missverständnissen, weil da unten r der dritten steht. Jetzt haben wir doch ganze Zeit darüber geredet gestern, dass die Kraft zwischen zwei Punktmassen proportional zu 1 durch r Quadrat ist und da steht r der dritten. Aber hier steht auch der Ortsvektor. Und wenn man also da jetzt das vektoriell aufschreibt, dann möchte man ja haben, dass wenn man da jetzt den Betrag berechnet, dass dann wieder das Richtige rauskommt. Und der Betrag des Ortsvektors, das ist einfach der Abstand zwischen der einen Masse und der anderen. Also ein r. Und das kürzt sie dann gegen das r der dritten weg und dann bleibt ein r-Quadrat wieder stehen. Also dadurch kommt dieses r der dritten zustande. Das Minus hat auch eine wichtige Funktion da, weil eben der Ortsvektor immer von der felderzeugenden Masse sozusagen hinzeigt zu der Probemasse, aber die Kraft, die auf die Probemasse wirkt, ja, weil es eine anziehende Kraft ist, wieder in Richtung zu dieser felderzeugenden Masse gerichtet ist und daher negativ. Sie hat zwar die gleiche Richtung, aber die umgekehrte Orientierung und daher das Minus. So weit sind wir gekommen. Und das, wo also dann die Position und der Abstand drinnen steckt, das ist dieses r-Pfeil durch r der dritten. Das kommt es jetzt an, entsprechend darzustellen. Ansonsten stehen da lauter Skalare drinnen. Übrigens, wenn ich das als Einschub auch bemerken darf, leider Gottes kommt es immer wieder vor in verschiedensten Zusammenhängen. Deswegen möchte ich Sie speziell darauf hinweisen, dass Sie diesen Fehler nicht machen, dass die Fallbeschleunigung g und die Gravitationskonstante cg miteinander verwechselt werden. Das ist ganz was anderes. Schon allein von der Dimension her natürlich. Diese Gravitationskonstante ist eine sehr allgemeine, universelle Konstante, die eben die Massenanziehung zweier Massenpunkte beschreibt, während die Fallbeschleunigung g
Ja, das ist einfach eine Spezialität unserer Erde, wie schnell halt bei uns die Körper fallen, beziehungsweise wie groß das Gewicht von Massen auf der Erdoberfläche ist. Schon beim Mond ist das ganz was anderes. Das ist eine eher beiläufige Geschichte. Für uns ist es natürlich wichtig, weil wir wohnen halt auf der Erde. Aber irgendeine besonders wichtige physikalische Relevanz ist damit nicht verbunden. Während bei der Gravitationskonstante sehr wohl. Und natürlich auch die Größe ist ganz anders, nicht? Das ist bei der Fallbeschleunigung 9,81 Meter je Sekunde Quadrat und bei der Gravitationskonstante irgendwas mit 10 der minus 11 oder so. Also eine total andere Geschichte. Also bitte bringen Sie das nicht durcheinander. Denn da kann man also unendliche Verwirrungen hervorrufen damit und das wollen wir uns ja ersparen. Okay, also das nur zwischendurch. Naja, jetzt ist die Frage, wie kann man diese Kraft und ihre Ortsabhängigkeit in einfacher Weise darstellen? Und da können wir uns anschauen, ob wir hier eine potenzielle Energie einführen können. Sie wissen ja schon, das hatten wir schon allgemein, dass die Kraft und die potenzielle Energie allgemein zusammenhängen als F-Pfeil ist minus Gradient der potenziellen Energie V. Das ist also einer der Gründe, warum die potenzielle Energie so etwas Wichtiges ist, dass man durch Gradientenbildung dieser potenziellen Energie, die ja selbst eine Ortsfunktion ist, aber eine skalare Ortsfunktion, braucht man nur eine Funktion als Abhängigkeit von dem Ortspunkt R-Pfeil, während bei der Kraft die drei Komponenten, daher drei Funktionen als Ortsfunktionen. Also der Gradient dieser Ortsfunktion V, negativ genommen, ist die Kraft. Man kann also so eine Kraft bequem mit diesem Skalar V von R darstellen. Und jetzt ist die Frage, können wir das also jetzt auch bei dieser hier so dargestellten Kraft, wie sie sich aus dem Gravitationsgesetz ergibt? Und die Antwort ist ja. Und das hängt mit der einfachen Sache zusammen, dass man sich, und das ist wieder so ein kleiner Einschub, den Gradienten anschauen kann, der Größe 1 durch R. Jetzt werden Sie sich denken, wie soll man denn sowas ausrechnen? Das ist aber ganz einfach, das ist wirklich einfach. Deswegen werden wir es hier auch nicht im Einzelnen durchführen, sondern ich gebe Ihnen das so gewissermaßen als Hausaufgabe mit auf den Weg. Nicht? Wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie gerade tun sollen, eine halbe Stunde lang, dann setzen Sie sich hin und rechnen das nach, wo ich Ihnen also jetzt das Ergebnis angebe. Denn das ist gar nicht so schwer auszurechnen. Das R, das ist der Abstand vom Ursprung bis dorthin, wo man sich halt gerade befindet. Na, das ist daher so, dass dieses R nichts anderes ist als die Wurzel aus x² plus y² plus z². Wenn x, y, z die Koordinaten des Punktes sind, wo man gerade ist, beziehungsweise die Komponenten des Ortsvektors, denn die Komponenten des Ortsvektors sind natürlich die Koordinaten des Punktes, wo man sich eben befindet. Von dem Ort eben, wohin der Ortsvektor hinzeigt. Das wird Ihnen ja sicher verständlich sein. Und dementsprechend ist das also gleich dem Gradienten von 1 durch Wurzel aus x² plus y² plus z². Und damit ich Ihnen noch das Hölzel wirf, wie man das also wirklich schön rechnen kann, das ist also der Gradient von, und da steht es drinnen, x², schreiben wir das so, plus y² plus z² hoch minus 1/2. Das ist also hier auszurechnen. Der Gradient von diesem x² plus y² plus z² hoch minus 1/2. Und den Gradienten habe ich ja schon einmal aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang. Hat aber eh damit zu tun gehabt. Der Gradient ist ein Vektoroperator. Das heißt, da werden einfach
die partiellen Ableitungen, den nach der x, den nach der y, den nach der z gebildet. Und da müssen Sie also da partiell nach x und nach y und nach z ableiten. Na, das kennen Sie, wobei Sie auf die Kettenregel aufpassen müssen, dass das da mit einem halb und mit der inneren Funktion, das ist eben ein bisschen eine Fingerübung, nicht, dass man das also richtig macht. Und dann kommt also heraus, dass das gleich ist, wenn man das zu Ende rechnet, einfach minus R Pfeil durch R der dritten. Siehe da. Da kommt also jetzt Punkte, 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 das rechnen Sie. Und dann kommen, wenn Sie es wollen, sonst müssen Sie es halt glauben. Nicht? Und dann kommt heraus minus R Pfeil durch R der dritten. Und das ist natürlich gut. Weil genau das brauchen wir ja. Minus R Pfeil durch R der dritten. Also das ist natürlich eine tolle Sache. Und daher sieht man sofort, dass man für diese potentielle Energie einen einfachen Ausdruck findet, der dann das beschreibt, was wir eben brauchen. Also wir können hier die Folgerung ziehen. Diese potenzielle Energie V, ich schreibe zur Sicherheit auch hin, abhängig vom Ortsvektor R, weil es geht ja bei dieser potenziellen Energie um eine Ortsfunktion. Und da schreiben wir es auf minus Cg mal M durch R. So einfach und übersichtlich schaut das aus. Und warum also ist das so? Dieses minus Cg mal mm, das sind ja lauter konstante Größen. Wenn man also den Gradienten von dieser potenziellen Energie bildet, Gradient von dem V, dann kriegt man also heraus, also zuerst einmal alles andere, was da steht, als konstante Größen, das ist ja das da hier alles, das ist ja alles ein konstanter Skalar, minus Cg mal m, ja, zunächst einmal so, das ist das, was ich da eingerandelt habe, und jetzt bleibt noch eben der Gradient von 1 durch R auszurechnen. Und der ist minus R Pfeil durch R der dritten. Also minus R Pfeil durch R der dritten. Und siehe da, damit haben wir den Gradienten. Und die Kraft ergibt sich damit gleich minus Gradient der potenziellen Energie, allgemeine Beziehung, und das ist daher der Gradient, aber minus wird es wieder minus, das hupft hin und her mit dem Vorzeichen, Cg mm durch R der dritten mal R Pfeil, und das, meine Damen und Herren, ist aufs Haar genau das, was da oben steht. Daher ist das tatsächlich die potenzielle Energie im Gravitationsfeld. Wenn man also mit diesem Ansatz, wenn man ihn in diese Beziehung einsetzt, die richtige Kraft herauskriegt. Und damit haben wir aber was ganz Wichtiges. Weil so eine potenzielle Energie geht ja nur bei konservativen Kräften. Also ist das Gravitationsfeld in der Umgebung einer Punktladung eine konservative, stellt eine konservative Kraft dar. Na, das ist ja schon was sehr Wichtiges. Es gibt also konservative Kräfte. Denn bisher haben wir nur gesagt, falls das Kraftfeld konservativ ist, dann kann man und so weiter und so weiter. Das gibt es also. Das Gravitationsfeld in der Umgebung einer Punktmasse ist also ein konservatives Kraftfeld. Und wir wollen uns jetzt nur noch anschauen, wie denn dieses V von R gegen R ausschauen wird. Also abhängig vom Abstand R. Und das ist ja sehr einfach. Wenn das R gegen unendlich geht, dann wird dieses V natürlich gegen 0 gehen, weil das R im Nenner steht. Wenn das R gegen 0 geht,
Das ist eine 1 durch R-Funktion, so eine hyperbolische Geschichte. Eine Hyperbel stellt das dar. Dann geht es gegen Minus unendlich. Also ganz einfach, das schaut so aus. So schaut diese potenzielle Energie als Ortsfunktion aus. Sie ist immer negativ. Im äußersten Fall, wenn man gegen unendlich weit weggeht, wird sie null. Und ansonsten also immer negativ und bei Herannahen an die felderzeugende Masse wird es immer wilder. Da wird dann auch entsprechend da das immer steiler. Und das geht damit Hand in Hand, dass bei Herannahen an die felderzeugende Masse natürlich die Gravitationskraft immer größer wird, weil das geht ja mit 1 durch R² betragsmäßig. Das kommt hier zum Ausdruck. Also die potenzielle Energie geht mit 1 durch R und das ist es, was man auch üblicherweise als Kennzeichen dafür nimmt, wenn man sagt, eine Kraft, eine Wechselwirkungskraft habe unendliche Reichweite. Das bedeutet, dass die zugehörige potenzielle Energie nicht stärker als mit 1 durch R abfällt, wenn man weggeht von der Punktmasse oder was auch immer, Punktladung dann bei der Elektrodynamik und so, dann spricht man von unendlicher Reichweite. Wenn die potenzielle Energie stärker abfällt als 1 durch R, wenn also da zum Beispiel 1 durch R² stehen würde, sowas kommt auch vor, aber nicht gerade bei der Gravitation. Aber wir werden das sehen bei den in der Elektrodynamik, wenn es also um die Beschreibung der Felder von elektrischen und magnetischen Dipolen geht. Da gibt es sowas. Ich würde nur sagen, sowas gibt es auch. Aber jedenfalls, hier haben Sie also eine 1 durch R-Abhängigkeit und verwechseln Sie das bitte auch nicht. Die potenzielle Energie geht mit 1 durch R zurück. Die Kraft betragsmäßig mit 1 durch R². Und dass da 1 durch R der dritten drin steht, hängt damit zusammen, wenn Sie den Betrag bilden, haben Sie da den Betrag von R Pfeil und das ist R und das kürzt sich gegen das R der dritten weg und es blieb dann 1 durch R². Wer hat dazu eine Frage? Wer versteht da was nicht? Alle verstehen das. Soll ich das glauben? Na, ich hoffe schon. Ja, doch was. Entschuldigen Sie, darf ich Sie bitten, ein bisschen lauter zu reden? Na, das R, das ist der Abstand vom Ursprung. Wenn Sie sich an einem Punkt E befinden, der die Koordinaten x, y, z hat, dann wird der Abstand vom Ursprung zu diesem Punkt gleich Wurzel aus x² plus y² plus z² sein. Der alte Pythagoras schaut oben und gibt uns recht. Verstehen Sie? Ja, das habe ich schon verstanden. Na, was dann? Das ist es. 1 durch R ist 1 durch die Wurzel. Und wie man da herkommt? Wie man da herkommt, das sollen Sie ausrechnen. Das ist eben die Hausaufgabe. Wenn Sie dann jetzt heute irgendwann Nachmittag gar nichts anderes zu tun haben, dann setzen Sie sich hin und rechnen das aus. Und Sie werden sich sicher darüber freuen, wenn das so herauskommt. Da habe ich ja eigens die Punkterl hergemacht. Nicht? Und das ist dann oft so elegant in den Büchern geschrieben, wie man leicht zeigen kann. Leider Gottes, oft wird es dann so fehlgemacht, dass das riesige Ableitungen sind, die sich der Autor einfach da sparen wollte hinzuschreiben. Schreibt er, wie man leicht zeigen kann. Das ist unfair. Aber das ist wirklich, wie man leicht zeigen kann. Man braucht sich nur hinsetzen und die blöde Differenziation durchführen mit innerer Ableitung und so weiter, pipapo, was Sie ja alles wissen. Das ist eine Fingerübung. Ganz gut. Schule der Geläufigkeit. Gut, noch irgendwelche Fragen? Bin Ihnen dankbar für solche Fragen, dann kennt man sie aus. Also, wenn sonst nichts ist, dann lassen wir es. Dann passt es. Aber eine Sache würde mich jetzt interessieren. Was meinen Sie? Wir haben doch bei der potenziellen Energie immer gesagt, man muss sich dabei auf einen Bezugspunkt beziehen. Und die potenzielle Energie war die Arbeit, die vom Kraftfeld geleistet werden kann, wenn man den Körper von dort, wo er ist, bis zu diesem Bezugspunkt hin bewegt. Wo ist da der Bezugspunkt? Hat jemand Vorstellungen? Der Massenmittelpunkt des jeweiligen Systems. Schauen Sie an, wie das V von R
gegen mit R abhängig ist. Da ist der Ursprung. Da geht es aber gegen Minus unendlich. Was ist denn die potenzielle Energie am Bezugspunkt? Wie groß ist denn die? Genau. Also, die potenzielle Energie am Bezugspunkt ist Null. Weil, wenn wir sagen, die potenzielle Energie ist die Arbeit, die von der Kraft verrichtet werden kann, wenn man sich von dort, wo er ist, zum Bezugspunkt hinbewegt, wenn man schon am Bezugspunkt ist, braucht man keine Arbeit mehr verrichten. Das heißt, wenn der Körper am Bezugspunkt ist, hat er die potenzielle Energie Null bezüglich eben dieses Bezugspunkts. Ja, logisch, weil bin ich schon dort. Also beim Lift bei der Talstation, wenn ich dort stehe und dort ist der Bezugspunkt, dann ist meine potenzielle Energie Null, alles ausgegeben, nichts mehr da, alles bereits verbraucht. Wenn ich am Berg bin, ist es anders. Nicht? Und so ist es also auch hier. Also die potenzielle Energie am Bezugspunkt ist Null und das heißt, der Bezugspunkt ist im Unendlichen. Und das ist ganz gut, das ist irgendwie vernünftig, dass man also dort, wo man ganz weit weg ist und wo eh keine gescheite Wechselwirkung mehr ist, dort setzt man die potenzielle Energie gleich Null. Aber das ist eine Festlegung. Sie könnten die ganze Kurve um einen bestimmten Betrag verschieben, indem Sie zudem irgendeinen konstanten Wert dazufügen. Das ändert ja nichts bei der Gradientenbildung. Beim Differenzieren fallen Konstanten sowieso raus. Und Sie kennen da genauso eine potenzielle Energie. Aber in der Form, wie wir sie hier angeschrieben haben, ist der Bezugspunkt im Unendlichen. Im Ursprung ging es gerade nicht. Und deswegen bin ich ganz gut, dass Sie, Herr Kollege, das so gesagt haben, weil gerade dort geht es gegen Minus unendlich. Dort kommen Sie nicht hin und dort müsste es aber Null sein, die potenzielle Energie. An so einen Betrag können Sie da gar nicht hinzufügen, dass das da endlich wird. Das bleibt immer Minus unendlich. Also daher kann man gar nicht in den Punkt der großen Masse da den Bezugspunkt hineinlegen. Und die nächste vernünftige Möglichkeit ist, ihn halt weit wegzuschirmen, anstatt dass man irgendwo in die Mitte reinsetzt, was man auch könnte, aber das ist irgendwie unelegant. Wenn man jetzt eher negativ wird, also praktisch in die andere Richtung geht, dann kriegt man da ja als Kurven praktisch den Rest von der Hyperbel. Sie meinen, wenn dieses R negativ wird? Das nehmen wir gar nicht an, weil R ist der Betrag von R Pfeil und ein Betrag wird nicht negativ. Das heißt, tun wir das da weg. Das ist nur nicht so genau ausgekommen da, nicht? Aber als Betrag von R Pfeil kann das R ja nicht negativ werden. Verständlich? Gut. Na schauen Sie, es kommt doch immer wieder was raus, wenn man ein bisschen fragt, ob es noch Fragen gibt. Okay, haben Sie das gut verstanden, wieso der Bezugspunkt im Unendlichen ist? Und er könnte auch woanders sein, wenn ich zu diesem V von R da irgendeine Konstante hinzufügen würde. Das zeichne es nur ich, zeichne es das nicht ein. Dann wird das vielleicht so. Dann ist der Bezugspunkt da. Da ist da die potenzielle Energie negativ und da positiv. Das ist ja irgendwie blöd. Irgendeine willkürliche Distanz, wo das von Minus auf Plus überwechselt. Aber physikalisch macht das keinen Unterschied, weil es kommt eh nur auf den Gradienten an. Und der Gradient bleibt, was er ist, weil das ist im Wesentlichen die Steilheit von der Kurve. Das ist da dieselbe wie da, das ändert nichts. Das ist eben so, dass die potenzielle Energie, wie wir ja schon allgemein besprochen hatten, immer nur bestimmt ist bis auf eine Konstante. Und danach richtet es sich halt, und die richtet sich dann auch, wo man den Bezugspunkt festlegt. Mehr möchte ich dazu aber jetzt nicht sagen. Nun, jetzt ist diese Geschichte irgendwie unbefriedigend. Vor ein paar Tagen hat ein Kollege, der nach der Vorlesung einer ihrer Kollegen zu mir gekommen ist, mich darauf angesprochen, das ist doch eigentlich gar nicht vollständig, was Sie da sagen. Weil, wenn also da zwei Massen sind und die eine zieht die andere an,
dann sieht die andere auch die erste an. Und wenn jetzt die eine sich in Bewegung setzt durch diese Anziehung, muss die zweite das ja auch tun. Wie behandelt man denn das eigentlich? Na, bei der Erde ist es relativ einfach. Ich ziehe die Erde zwar auch an, aber das ist der Erde reichlich wurscht. Weil aufgrund der großen Masse ist die Erde so träge, dass die natürlich nicht denkt, nicht daran, irgendwas zu tun, wenn ich da versuche, die Erde anzuziehen. Mich allerdings zieht sie sehr wohl an, weil, naja, wie halt bei Ihnen auch so, das kennt man ja. Und daher mit der Trägheit und dann fällt das. Aber genau genommen fällt die Erde auch auf den fallenden Körper. Nur viel weniger weit, wegen der viel größeren Masse. Und jetzt aber möchte man das doch ein bisschen genauer wissen. Insbesondere, wenn dann zwei Massen miteinander wechselwirken, die doch ähnlich groß sind. Denken Sie an ein Doppelsternsystem. Da gibt es ja so, nicht ganz bei uns in der Nähe, aber doch so, dass man es astronomisch, Astronomen wissen das alles natürlich, wenn man genug weit schaut, sieht man, dass es da so Systeme gibt, wo da zwei Sonnen so umeinander herumringeln. Nicht? Und dementsprechend dort geht es nicht mehr so leicht. Da bewegen sie beide. Wie macht man denn das? Wie beschreibt man denn sowas? Das ist dann nicht mehr so leicht, dass man eine festhält. Die ist ja nicht fest. Wie tut man das? Um das zu beschreiben, wendet man sich dem sogenannten Zwei-Körper-Problem zu. Ein ganz wichtiges Problem in der Physik im Allgemeinen und bei der Gravitationskraft im Besonderen. Deswegen müssen wir zumindest wissen, wie das geht. Ein wesentlicher Punkt, um dieses Zwei-Körper-Problem richtig zu verstehen, ist, dass man davon ausgeht, wenn zwei Körper miteinander in Wechselwirkung stehen, dass gemäß Newton 3 die Wechselwirkungskräfte so beschaffen sind, dass die Kraft von dem einen auf dem anderen und umgekehrt von dem anderen auf den ersten entgegengesetzt gerichtet sind, aber gleichen Betrag haben. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also wenn auf mich die Erde eine gewisse Kraft ausübt, eben meine Gewichtskraft, dann ist es natürlich so, dass ich auf die Erde ebenso diese Kraft ausübe. Das ist wirklich dasselbe. Dass sich die trotzdem weniger bewegt, und zwar viel weniger, liegt eben nicht daran, dass die Kraft kleiner wäre, sondern dass die Trägheit so viel größer ist. Die Kraft ist schon dieselbe nach Newton 3. Also dieser Wechselwirkungssatz ist hier natürlich von großer Bedeutung. Und das wollen wir also auch hier benutzen. Wir betrachten zwei Massen, M1 und M2. Jetzt nicht klein und groß M vorläufig einmal, weil die sollen jetzt gleichberechtigt sein sozusagen, die eine und die andere halt. Und die sind also so, schreiben wir uns das, zeichnen wir uns das nochmal geschwind her. Da ist also M1, da ist M2 und wir machen das so, dass also da dazwischen der Vektor R1,2 ist der Verbindungsvektor vom einen zum anderen. Das ist R1-Pfeil minus R2-Pfeil. Von R1 und R2 die Ortsvektoren sind. Was also da herunten bei der Ursprung ist, dann ist das also R1-Pfeil und da hier, das ist R2-Pfeil. Nicht? So schaut das aus. Und was braucht man noch? Wir brauchen die Wechselwirkungskräfte. Das habe ich übrigens, glaube ich, falsch eingezeichnet. Der geht umgekehrt. Entschuldigen Sie, das ist jetzt ärgerlich. Ich kann das da so wegwischen, Sie nicht. Denn R2 plus R1 minus R2 ist R1. Also der Vektor R1,2 gleich R1 minus R2 zeigt so. Naja, das ist halt die Definitionssache. Und dann haben wir die Kraft F2,1, die wirkt hier. F2,1, die Kraft auf die Masse M1, herrührend von der zweiten, und entgegengesetzt gleich groß die Kraft F1,2, die Kraft auf die Masse 2, herrührend von der Masse 1. Das ist also unsere physikalische Situation. Und jetzt können wir dafür
Bewegungsgleichungen aufstellen. Wobei wir voraussetzen, das ist jetzt wichtig, es gibt keine äußeren Kräfte, nur die zwei tun dann miteinander wechselwirken. Das wollen wir dann auch zum Beispiel bei der Planetensituation annehmen, nur die Sonne und der Planet. Stimmt natürlich nicht. Es gibt auch die anderen Planeten, die tun auch ein bisschen was. Aber das ist so wenig, das ist so ein Effekt höherer Ordnung. Die Astronomen schauen sich das natürlich genau an, aber in erster Näherung ist es gar nicht so falsch, davon auszugehen, man hat die Sonne und den einen Planeten und das war's schon. Die anderen tun nur ein bisschen was. Wenn die anderen viel tun würden, dann wäre das System auch viel unstabiler. Das ist nur deshalb so stabil über Milliarden Umläufe, also Milliarden Jahre, weil die untereinander so wenig Einfluss haben und so relativ weit weg sind. Was der Saturn da draußen macht, das wogelt ein bisschen an der Erdbahn herum, aber nur sehr, sehr wenig. Gott sei Dank. Also, keine äußeren Kräfte. Wir müssen uns ja vorstellen, wie wir uns fürchten müssten, wenn der Saturn dann in irgendeine merkwürdige Konstellation kommt und der reißt auf einmal die Erdbahn herum und die fliegt auf einmal ganz anders, nicht? Und dann hätten wir keine Chance, mit all unseren Raketen und so weiter da irgendetwas zu ändern, nicht? Aber Gott sei Dank, das passiert nicht. Denn würde es passieren, dann wäre die Erde längst nimmer mehr auf der Bahn und das alles wäre schon explodiert. Aber nachdem es immer noch gibt, funktioniert das eben. Keine äußeren Kräfte. Und wenn das so ist, können wir die Bewegungsgleichungen aufstellen. Zum Beispiel für den ersten. Da schreiben wir dv1 Pfeil nach dt. Das ist die Beschleunigung der Masse m1. Ist gleich f21 durch m1. f21 durch m1. Oder Masse mal Beschleunigung ist gleich wirkende Kraft. Ganz einfach. Newton 2 angewendet auf die Masse m1. Und dann gibt es natürlich das für die Masse m2 genauso. dv2 nach dt, das ist die Beschleunigung des zweiten Massenpunktes da hier, wir betrachten ja nur 2, ist dann f1,2 durch m2. Oder Masse mal Beschleunigung ist gleich wirkende Kraft. Das sind die zwei Bewegungsgleichungen und das sind zwei gekoppelte Bewegungsgleichungen. Das hängt miteinander zusammen. Das ist immer was Lästiges. Gekoppelte Differentialgleichungen. Und man versucht, wo es geht, sie zu entkoppeln. Und da gibt es also eine sehr scharfsinnige Idee, wie man das machen kann. Weshalb man also dieses Zweikörperproblem auch wirklich analytisch lösen kann. Indem man diese beiden Differentialgleichungen einfach voneinander abzieht. Wir machen ein Minus und schauen, was dabei herauskommt. Es gibt ein paar Tricks in der Physik, es gibt aber in der Mathematik auch jede Menge Tricks. Und das ist halt die Trickkiste, die man dann lernt im Laufe der Zeit. Und das ist ja auch ein Grund für diese Vorlesung, nicht um Ihnen die gesamte Physik in allen Details vorzustellen, sondern vor allem auch um ein paar wichtige Lösungstricks, die Lösungsverfahren Ihnen vorzustellen. Und dann fällt einem möglicherweise bei irgendeiner Situation ein, aha, so könnte man es probieren. Und dann hoffentlich funktioniert es. Also, wir ziehen die beiden voneinander ab und erhalten damit die von der V1 minus V2. D nach dt V1 minus D nach dt V2 ist D nach dt von V1 minus V2. dv1 minus v2 nach dt. Das steht auf der linken Seite, wenn man subtrahiert. Und auf der rechten Seite, schreiben wir es einmal auf, wie es ist, steht also f21 durch m1 minus f12 durch m2. Und das können wir jetzt ein bisschen umformen. Indem wir einmal dieses V1 minus V2
ersetzen durch die Relativgeschwindigkeit. Denn die Differenz der beiden Geschwindigkeiten ist ja die Relativgeschwindigkeit des einen relativ zum anderen. Also die nennen wir V1,2. V1,2 ist gleich V1 Pfeil minus V2 Pfeil und das ist die Relativgeschwindigkeit des einen relativ zum anderen. Na, das kennt man bei einem Zug, wenn die im Bahnhof aneinander vorbeifahren oder sonst irgendwo. Die eine Geschwindigkeit minus die andere vektoriell genommen ist dann die Relativgeschwindigkeit. Ne? Und da beim Überholen auf der Autobahn, das ist wirklich klar. Gut, aber was haben wir da herüben? Da wenden wir jetzt an, dass wir da den Newton 3, den Wechselwirkungssatz haben und können also das F1,2 ausdrücken als minus F2,1. Das ist also Newton 3. Und dann kriegen wir dV1,2 nach dt ist gleich. Und da haben wir jetzt F2,1 durch M1. Und dann kommt F1,2, das ist aber minus F2,1. Und da kommt erst noch ein Minus, also wird daraus ein Plus. Plus wieder F2,1 mal 1 durch M2. Da kann ich also jetzt das F2,1 herausheben, weil die beiden nach Newton 3 ja entgegengesetzt gleich sind. Statt F1,2 setze ich minus F2,1 ein und mit minus F2,1 gegen das Minus wird das plus F2,1 mal 1 durch M2. Naja, jetzt wird es leicht, nicht? Weil das kann man natürlich auf gemeinsamen Nenner bringen. Das ist M1 mal M2 und da kommt also heraus M1 plus M2 durch M1 mal M2. Und damit kriegen wir letzten Endes was heraus. Wir setzen jetzt hier eine reduzierte Masse an. Diese reduzierte Masse nennen wir μ und das sei gleich M1 M2 durch M1 plus M2. Das ist die reduzierte Masse. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir jetzt aus dieser Gleichung durch Einsetzen eine ganz einfache Bewegungsgleichung, und zwar nur mehr eine, bekommen. Und zwar welche? Ergebnis. Wir nehmen also diese Differentialgleichung her, nehmen das auf die andere Seite herüber. Das heißt, wir müssen da durch das durchdividieren, durch diese Klammer. Und das heißt, wir kriegen hier, wenn es herüben steht, M1 M2 durch M1 plus M2. Und das ist genau die jetzt gerade definierte, reduzierte Masse. Wir kriegen also μ mal diese Differenziation, μ mal dV1,2 nach dt und auf der anderen Seite bleibt einfach stehen F2,1. Und da sehen Sie jetzt, das ist wieder eine ganz hundsordinäre Bewegungsgleichung à la Newton 2. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und Sie sehen, durch diesen formalen Trick gelingt es einem sehr scharfsinnig. Kann ich ruhig sagen, weil das nicht von mir ist. Nicht? Also das haben die Leute im Laufe der Zeit schon sehr viel beigetragen dazu. Gelingt es einem, dieses
System zweier gekoppelter Differentialgleichungen zurückzuführen auf eine Bewegungsgleichung. Und diese eine Bewegungsgleichung beinhaltet dieses V12, das ist die Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Massen, und beinhaltet die reduzierte Masse, die so zusammenhängt mit den beiden Einzelmassen im System. Und Sie sehen jetzt, wenn Sie sich das hier anschauen, das bedeutet nichts anderes, als dass die Relativbewegung zweier wechselwirkender Massenpunkte M1 und M2, die bewegen sich also irgendwie so wie ein Doppelsternsystem, ne? Dass diese Relativbewegung reduziert wird auf die Bewegung einer reduzierten Masse im Feld der Wechselwirkungskraft. Bewegung der reduzierten Masse, das ist das μ, unter dem Einfluss der Wechselwirkungskraft F12 oder F21-Pfeil. Unter Einfluss der Wechselwirkungskraft. Und auf die Art und Weise wird sehr elegant und einfach dieses Zweikörperproblem zurückgeführt auf ein reduziertes Einkörperproblem. Das ist sehr praktisch. Also bei einem Doppelsternsystem zum Beispiel nimmt man sich dann, rechnet man sich, wenn man die beiden Massen kennt, diese reduzierte Masse aus und lässt dann diese reduzierte Masse im Geist, also formal, sich bewegen als einzelne Masse in dem Feld der Wechselwirkungskräfte. Und wenn man das hat, dann kann man rückübersetzen. Nachdem man dann den Abstand von der Mitte, das ist im Wesentlichen dann die Distanz zwischen den beiden, und die Relativgeschwindigkeiten lassen sich auch wieder zurückrechnen. Also dann kann man aus diesem reduzierten Einkörperproblem wieder das tatsächliche Zweikörperproblem rückschließen. Sehr elegant und kann man so lösen. Und Sie fragen sich jetzt natürlich, na gut, es ist das Zweikörperproblem. Und was ist mit dem Dreikörperproblem, wenn man wirklich mehr als zwei Körper hat? Da zeigt sich, meine Damen und Herren, mehr als zwei Körper kann man analytisch nicht mehr lösen. Das geht nur mit numerischen Methoden und meistens recht aufwendig. Weil solche Mehrkörperprobleme zeigen dann oft, nicht gleich, aber dann nach einiger Zeit, eben Instabilitäten. Und es ist, wie ich ja schon erwähnt habe, mehrfach ein besonderer Glücksfall in unserem Planetensystem, dass das so stabil ist, obwohl es ein Mehrkörpersystem ist. Aber offensichtlich so, dass es halt für jeden Planeten in guter Näherung wie ein Zweikörperproblem ist. Und die Zweikörperprobleme sind stabil. Wenn wir dagegen da mehrere Riesenplaneten hätten, so 10-fach den Jupiter, und das schwirrt dann irgendwie herum, dann wird die Geschichte sehr unstabil. Das kann man natürlich dann mit numerischen Methoden durchrechnen, und sowas wird also auch, seitdem es diese mächtigen Computersysteme gibt, auch oft durchgeführt. Und da kommt man dann drauf, nach ein paar Millionen Jahren explodiert das Ganze spätestens. Aber Gott sei Dank, also unser Planetensystem zeigt diese Verfallserscheinungen nicht. Eine letzte Sache möchte ich hier noch erwähnen. Was ist denn, wenn eine Masse sehr groß ist im Verhältnis zur anderen? Also wenn man jetzt wieder das System Sonne-Erde betrachtet. Die Erde, das ist ja ganz ein kleines Bröckerl im Verhältnis zu der Riesensonne. Wenn die jetzt in die Sonne reinstürzen würde, das würde man gar nicht merken. Also das ist, muss man sich schon klar machen, was für ein monströses Ding die Sonne ist, nicht? Dass unsere Erde einfach zur Vorspeise verschluckt wird und man das eigentlich gar nicht so richtig bemerkt, nicht?
Also Gott sei Dank fallen wir ja nicht rein. Ne? Aber jedenfalls, wenn das so ist, dass die eine Masse sehr groß gegen die andere ist oder umgekehrt, wenn also die Masse M1, sagen wir mal, sehr klein gegen M2 ist. Wir sind die Erde und M2 ist die Sonne. Was ist denn dann das μ? Da haben wir, das ist gleich M1, M2 durch M1 plus M2. Jetzt dividieren wir da Zähler und Nenner gleich durch diese große Masse M2. Also wir kürzen den Bruch, Zähler und Nenner, durch M2. Oben, wenn man durch M2 durchdividiert, bleibt nur M1 stehen. Unten, wenn man durch M2 durchdividiert, hat man M1 durch M2 plus M2 durch M2. Das ist aber 1. Das ist dasselbe. Ich habe nur durch M2 durchdividiert. Das darf ich ja, solange M2 ungleich 0 ist. Und das ist sogar sehr groß. Also die Masse der Sonne ist sicher ungleich 0. Und damit kriegen Sie den Ausdruck. Und M1 zu M2, wenn M1 sehr klein gegen M2 ist, das ist also ungefähr 0. Und damit bleibt hier stehen, das μ ist gleich M1. Das heißt, für unseren Fall der Erde, die die Sonne umkreist, ist es schon beinahe wie ein Einkörperproblem. Wir mit unserer Erdmasse, das ist schon die reduzierte Masse. Und die bewegt sich einfach im Feld der Sonne. Und die Sonne hat so eine Riesenmasse, dass sie im Wesentlichen stillsteht. Der ist es wurscht. Die macht das auch ganz ein kleines Kreisel und das merkt man gar nicht im Verhältnis zur Sonnenmasse. Und damit lässt sich das besonders leicht bei diesen Planetenbewegungen heute beschreiben. Da ist dann diese Behandlung des Systems mit Hilfe der reduzierten Masse in guter Näherung vernachlässigbar, weil eben die reduzierte Masse im Wesentlichen gleich dieser einen Masse eben ist. Und daher können wir die Planetenbewegung in sehr einfacher Weise darstellen. Natürlich, man kann das auch genau durchrechnen, werden die Astronomen gleich einwenden. Und insbesondere, wenn man dann alle Planeten hernimmt, dann wogelt die Sonne doch ein bisschen hin und her. Aber der gemeinsame Schwerpunkt des ganzen Sonnensystems, meine Damen und Herren, liegt trotzdem immer innerhalb der Sonne. Also das ist nach wie vor harmlos. Aber doch, wenn man es genau machen will, natürlich muss man dann schon berücksichtigen, dass es ein bisschen wogelt die Sonne schon hin und her durch uns Planeten alle. Ne? Aber am wenigsten noch durch die Erde, ne? Der Jupiter ist vor allem so ein massives Drum. Also Planetenbewegung. Und da ist also jetzt zunächst einmal wichtig, es ist ein Zentralkräfteproblem. Weil ja die Kräfte alle zum Kraftzentrum, nämlich der Sonne, hingerichtet sind. So wie wir das ja schon am Anfang besprochen haben. Daher ist das äußere Drehmoment gleich 0 und daher ergibt sich die Drehimpulserhaltung. Dass das L-Pfeil konstant ist. Und das wollen wir jetzt gleich benutzen. Einmal, das L-Pfeil, das ist ja R Kreuz P. Also ist das L-Pfeil und das R-Pfeil immer senkrecht aufeinander. Und wenn das L-Pfeil jetzt immer konstant ist, ein konstanter Vektor, und das R-Pfeil, der Ortsvektor, immer senkrecht draufsteht, muss dann die Bahn eines Planeten immer in einer Ebene bleiben. Das kommt aufgrund dessen sofort heraus. Also die Planeten können nicht irgendwelche dreidimensionalen schlanker machen, sondern die können nur in einer Bahnebene sich bewegen. Es sei denn, man berücksichtigt den kleinen Einfluss der anderen Planeten. Da kann das schon ein bisschen, aber das ist eben sehr wenig. Im Wesentlichen bleiben die also immer in einer Bahnebene. Naja, und also Bewegung in einer Ebene.
wegen dieser Drehimpulserhaltung. Weil L-Pfeil ist ja R-Kreuz P, L ist konstant, R muss daher senkrecht auf L stehen und daher kann das nur in einer Ebene unterwegs sein, sonst würde ja das R-Pfeil sich ändern. Und jetzt können wir aus diesem Drehimpulserhaltungssatz eine Folgerung ziehen. Wir wollen einmal so eine Bahnkurve eines Planeten rund um die Sonne betrachten. Da haben wir also einmal da den Drehimpulsvektor L, da ist die Sonne und gleichzeitig der Ursprung. Und da haben wir dann in irgendeiner bestimmten Richtung da hier den Ortsvektor R-Pfeil, der zur Erde hin zeigt. Und die Erde, die bewegt sich also da jetzt so um diese Sonne herum. So soll das ausschauen. Da ist also die Erde, da ist die Sonne in der Mitte und das ist auch der Ursprung unseres Koordinatensystems. Da ist der Ortsvektor. Nach einem bestimmten festen Delta T, einer relativ kleinen Zeit, sagen wir mal einen Tag, ne, das ist immerhin ein 365. der Zeit für einen ganzen Umlauf. Also ein kurzes Stück, ne? Nach einem Tag, wird sich die Erde ein Stück weiter bewegt haben. Da ist also die Erde und nach einem Tag, sagen wir, ist sie da so weitergelaufen. Und dieses Stück, um was sie weitergelaufen hat, gelaufen sein wird, ist V-Pfeil mal Delta T. V-Pfeil ist die Geschwindigkeit als Verschiebung pro Zeiteinheit. Wenn man das jetzt mit der Zeit Delta T multipliziert, hat man das kleine Verschiebungsstück. Und der Ortsvektor wird da ein Stück weiter verschoben sein. Und dementsprechend ergibt sich da, wenn der da rüberläuft, eine Fläche, die von diesem Radiusvektor oder Radialstrahl in dieser Zeit Delta T überstrichen wird. Diese Fläche nenne ich Delta A. Hoffentlich kann man das einigermaßen sehen. Das ist die Fläche, die dieser Radiusvektor, also der Ortsvektor hier, in der festen Zeit Delta T in einem Tag überstreicht. Naja, dieses V mal Delta T, das kann man hier noch einmal auftragen. V mal Delta T. Na, das kann man nicht lesen. Zeichnen wir es schöner ein, mit zu wenig Platz lassen. V mal Delta T. Noch einmal der Vektor. Und der zeigt so nach hinten, da kann ich da so ein Hütchen einzeichnen. Der zeigt also nach hinten, dieser Vektor V-Pfeil Delta T. Und Sie können sich jetzt überlegen, wie können wir denn dieses Delta A ausrechnen? Und da überlegen Sie, was die Definition des vektoriellen Produktes ist. Das vektorielle Produkt zweier Vektoren ist einmal ein Vektor, der senkrecht auf jeden der beiden Vektoren steht. Das interessiert uns jetzt weniger. Der Betrag dieses vektoriellen Produktes gibt an die Fläche des Parallelogramms, das von den beiden Faktorvektoren aufgespannt wird. Und jetzt nehmen wir mal als Faktorvektoren dieses R-Pfeil und dieses V-Delta T. Dann haben wir da hier ein solches Parallelogramm, das von diesen beiden Vektoren aufgespannt wird. Das Delta A ist dann natürlich, weil dieses Parallelogramm durch das halbiert wird, die Hälfte. Wir können uns dieses Delta A ausrechnen, diese Fläche, als ein Halbmal den Betrag des vektoriellen Produktes von R und V mal Delta T. R-Pfeil kreuz V-Pfeil Delta T. Die Hälfte von der Fläche dieses Parallelogramms ist gerade dieses Delta A, die Fläche, die also von diesem Radiusvektor in der Zeit Delta T überstrichen wird. Ja? Und jetzt brauchen wir das also nur entsprechend umformen und wir kommen gleich auf eine sehr einfache Schlussfolgerung. Machen wir es einmal so. Schreiben wir da statt ein halb 1 durch 2 m. Wenn M also die Masse des Planeten ist, unsere Erdmasse, nicht?
Und dann müssen wir aber drin wieder mit m multiplizieren. Betrag von r Pfeil Kreuz m v Pfeil mal Delta t. Dieses m v Pfeil ist aber der Impuls. Das formen wir weiter um. Jetzt holen wir noch das Delta t heraus. Dann kriegen wir Delta t durch 2m. Und was steht denn, ist R Kreuz P. Dieses R Kreuz P ist aber definitionsgemäß der Drehimpuls. R Kreuz P, so haben wir ihn definiert, schon vor einer Woche oder zwei. Und dieser Drehimpuls ist aber erhalten, weil wir ein Zentralkräfteproblem haben, wo das Drehmoment gleich Null ist. Das Drehmoment ist ja R Kreuz F. Und nachdem F und R immer parallel zueinander sind, muss R Kreuz F ja Null sein. Das heißt, Sie sehen hier, dieser Betrag von L-Pfeil, das ist eine Konstante. Und damit ergibt sich auch bei festgehaltenem Delta T, wir schauen das immer in gleichen Zeitintervallen an und die Planetenmasse ändert sich ja auch nicht, dass das Delta A konstant ist. Und das ist bereits eines der drei Keplerschen Gesetze, dass die Planetenbahnen so verlaufen, dass in gleichen Zeitintervallen jeweils vom Radiusvektor gleiche Flächen überschritten werden oder überstrichen werden. Da sehen Sie, dass man dafür noch gar nicht die konkrete, detaillierte Wechselwirkungskraft berücksichtigen muss. Wir haben da gar kein Newtonsches Gravitationsgesetz verwendet, sondern nur, dass wir eine Zentralkraft haben und dass daher der Drehimpuls hier eine erhaltene Größe ist. Daraus folgt hier bereits das zweite Kepler-Gesetz. Also Radiusvektor überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Und das kann man dann letzten Endes auch auf makroskopisch längere Zeiten verfolgen, weil da integriert man einfach über einen ganzen Winkel auf und das bleibt so bestehen. Na, das ist natürlich schon eine sehr wichtige Sache, dass man eine solche empirische Feststellung, die der Kepler seinerzeit gemacht hat, der ist auf das draufgekommen, durch genaue Beobachtungen, da hat er insbesondere auf den Erfahrungsschatz von Tycho de Brahe, einem begabten und begnadeten Astronomen, zurückgegriffen. Und da kam also dieses Gesetz, das zunächst einmal ja durch nichts erklärbar war, durch einfach den Drehimpulssatz begründen. Aber der eigentliche Triumph des Gravitationsgesetzes von Newton, wie es da oben steht, ist dann der, dass man, die Rechnungen sind allerdings komplizierter, die werden Ihnen wahrscheinlich in der theoretischen Mechanik vorgeführt werden, zumindest zum Teil, dass man auch mit Verwendung jetzt dieses Gravitationsgesetzes die anderen beiden Kepler-Gesetze begründen kann. Also mittels Gravitationsgesetz, jetzt sage ich, kann man zeigen, aber das ist jetzt nicht so etwas, was man in 10 Minuten dann geschwind hinschreiben kann. Das ist doch eine deutlich kompliziertere Sache, aber es ist eben möglich, das zu beweisen. Kann man zeigen, dass auch noch zwei weitere Gesetze bestehen. Nämlich, also da habe ich geschrieben, zweites Gesetz, das erste Kepler-Gesetz. Das ist eben auch durch Empirie herausgefunden, dass die Planetenbahnen Ellipsen sind, in deren einen Brennpunkt die Sonne steht.
Wenn man das dann genau rechnet mit dem Zweikörperproblem, stellt man dann fest, in einem, der eine Brennpunkt ist nicht die Sonne genau, sondern der gemeinsame Schwerpunkt von Sonne und Planet. Aber das macht eben dann de facto sehr wenig aus. Dieses Gesetz mit der Ellipsenbewegung, wo der eine Brennpunkt der Ellipse die Sonne ist, das geht nur mehr abzuleiten unter Verwendung des Newtonschen Gravitationsgesetzes. Und ein weiteres wichtiges Gesetz ist dann das dritte Kepler-Gesetz. Das eine Aussage macht über die Umlaufzeiten und die Halbachsen, die großen Bahnachsen zweier Planeten. Für zwei Planeten gilt, aber natürlich immer, wenn sie nicht untereinander in Wechselwirkung sind, dass das T1 Quadrat zu T2 Quadrat gleich ist dem Verhältnis der Kuben der großen Bahnachsen, also A1 der dritten durch A2 der dritten. Dass man auf das alles draufkommt, nur durch empirische Beobachtung und Auswertung der Daten, ist schon bemerkenswert. Aber noch bemerkenswerter ist also, dass man dann diese experimentellen empirischen Befunde, dass man die einzig und allein durch Annahme dieses Gravitationsgesetzes tatsächlich herleiten kann. Und damit, das war dann der große Triumph dieser Newtonschen Mechanik, diese Vielzahl von scheinbar unzusammenhängenden Gesetzmäßigkeiten auf ein dahinterliegendes Gesetz zurückführt, eben dieses Gravitationsgesetz. Und nachdem das so glänzend funktioniert, kann man dann sagen, daher erheben wir es zu einer Theorie, solange nicht was dagegen spricht. Und man muss schon sehr genau schauen, damit man dann feststellt, das, was dagegen spricht. Also beim Merkur, dem innersten Planeten, ganz schön in der Nähe von der Sonne, sehr heiß ist es dort, der hat eine relativ starke Bahnexzentrizität, viel weniger kreisförmig als unsere Bahn. Und da zeigt sich, dass da die Ellipsenbahn zwar im Wesentlichen erhalten bleibt, aber die große Halbachse, die bewegt sich im Lauf der Zeit geringfügig, sodass der so ein bisschen spiralt auf seiner Bahn. Aber man soll sich nicht vorstellen, dass das viel ist. Das sind ein paar Winkelsekunden pro Jahrhundert oder so irgendwas. Also sehr, sehr wenig. Aber mit genauen Messungen, die man dann eben vor circa 100 Jahren schon machen konnte, kann man das feststellen, das geht nicht mehr mit dem Gesetz zu beweisen. Dazu braucht es die allgemeine Relativitätsmechanik. Einstein hat das vorhergesagt, in quantitativer Übereinstimmung mit dem Ergebnis. Und daher kann man also sagen, dass eben diese allgemeine Relativitätsmechanik zusammen mit ein paar weiteren experimentellen Übereinstimmungen doch in Übereinstimmung mit experimentellen Fakten sich befindet. Also Sie sehen, diese Kepler-Gesetze sind ein wesentliches Kriterium dafür, dass man das Gravitationsgesetz als gültig ansehen kann. So viel wollte ich zu den Kräften sagen. Und jetzt möchte ich zu einem anderen Kapitel übergehen, nämlich zu dem Kapitel bewegte Bezugssysteme. Ja, aha, habe ich vorhin was überhört. Wer möchte denn was? Wo ist er? Da ist er. Nein, das habe ich nicht hingeschrieben, ich war zu faul. Schreiben Sie sich dazu, A ist die große Halbachse der Bahnellipse. Und das T ist die Umlaufzeit des Planeten. Das werden Sie sich eh gedacht haben. Ja, entschuldigen Sie, ich habe das halt nicht hingeschrieben. Also A ist die große Bahnachse der Planetenbahn und T ist die Umlaufzeit. Gut?
Dankeschön. Gut, dass Sie was fragen, sonst kommen dann die komischsten Sachen heraus. Ne? Also, bewegte Bezugssysteme. Und im Zusammenhang damit werden wir dann auch über Trägheitskräfte sprechen. Sich wahrscheinlich fragen, wozu schaut man sich denn überhaupt bewegte Bezugssysteme an? Generell ist es so, dass man sich bemüht, Koordinatensysteme, Bezugssysteme so zu wählen, dass sie dem jeweiligen System, das man untersuchen möchte, möglichst gut angepasst sind. Na, da werden Sie sich denken, na gut, schön, ist ja keine große Sache. Aber es zeigt sich, dass über die Wahl von Bezugssystemen oft sehr große Kontroversen bestanden haben. Also wenn Sie zum Beispiel an die Frage, was ist das geozentrische oder das heliozentrische System das richtige, da hat es jahrhundertelange Auseinandersetzungen darüber gegeben, bis man dann letzten Endes von der Physik her die Antwort geben kann, beide sind gleichberechtigt, aber meistens ist es praktischer, das heliozentrische System zu verwenden. Also letzten Endes, aller der Aufwand, dass man den armen Galilei gebannt hat und weiß Gott was noch alles, und die Kirche dann Jahrhunderte gebraucht hat, um das wieder aufzuheben, nicht, jetzt kann er also seine Ruhe finden, das sind eigentlich, ist ein Streit um des Kaisers Bart gewesen. Letzten Endes, wenn man weiß, wie man auf bewegte Bezugssysteme transformiert, kann man das eine in das andere überführen. Und nachdem das also in vielen Fällen wichtig ist, wollen wir darüber sprechen. Dabei kommt dann auch das Konzept der Trägheitskräfte vor. Naja, also bewegte Bezugssysteme. Ein Bezugssystem nehmen wir an mit kartesischen Koordinaten, wie so oft, nicht? Der Basisvektor E1, E2, E3 macht die Koordinatenachsen und dann nehmen wir ein zweites, E1 Stern, E2 Stern, E3 Stern. Das System S und das System S Stern, die zwei bestimmen wir uns. Das System S, das hat also als Koordinatensystem und als Basisvektoren den Ursprung O und dann ein EX-Dach, ein EY-Dach und ein EZ-Dach. Dach schreibe ich, um anzudeuten, dass es sich um Einheitsvektoren handelt. Das kommt auch durch das E schon zum Ausdruck, Einheitsvektoren. Und die sollen also alle paarweise aufeinander senkrecht stehen, wie das so üblich ist. Und das Zweite, auf das wir hin transformieren wollen, das hat im Allgemeinen einen anderen Ursprung und EX Dach Stern, EY Dach Stern und EZ Dach Stern. Und wir wollen auch davon ausgehen, dass das System S ein Inertialsystem ist, in dem also die mechanischen Gesetze gelten, insbesondere das erste Newtonsche Axiom. Kräftefreie Körper bleiben in Ruhe oder in gleichförmig geradliniger Bewegung. Das zweite braucht das nicht sein. Das kann sich jetzt irgendwie bewegen. Und da wollen wir davon ausgehen, es kann sowohl sich translatorisch bewegen und es kann sich auch drehen. Das heißt, das tut irgend sowas. Das ist aber kompliziert. Daher werden wir das Problem in zwei Teile zerlegen. Wir werden zunächst nur anschauen, was passiert, wenn sich das eine gegen das andere translatorisch bewegt. Das geht einfach so weg. Kann aber auch beschleunigt weggehen oder kann auch Kurven machen, aber nicht rotiert. Und als anderen Fall schauen wir uns an, was passiert, wenn die beiden Systeme den gleichen Ursprung haben und nur das eine gegen das andere rotiert. Die beiden Punkte schauen wir uns getrennt an. Der allgemeine Fall ist dann Überlagerung beider Fälle. Aber wir schauen uns also jetzt einmal als erstes die Translation an. Die Translation von Systemen. Wobei wir jetzt annehmen wollen, dass sich also O Stern relativ zu O bewegt.
O Stern, der Ursprung des Systems S Stern, bewegt sich relativ zu O und zur Zeit t gleich 0 sollen die beiden zusammenfallen. So kann man die Systeme immer wählen, dass das geht. Also O Stern ist gleich O für t gleich 0. Na und wenn wir uns jetzt diese beiden Systeme anschauen, Basisvektoren sollen alle parallel sein. Stets parallel. Das heißt, das eine und das andere, das kann jetzt schlecht. Die müssen sich so bewegen, das schaffe ich kaum, dass die also immer alle parallel zueinander sind. Dass das eben sich nicht dreht, ja, nur Translation. Ja, und wenn man sich das aufzeichnet, dann sehen Sie, dass wir also da den Ursprung O haben, mit dem zugehörigen Koordinatensystem, und dann woanders den Ursprung O Stern mit den parallelen Einheitsvektoren, Basisvektoren zu dem, die ist nicht wirklich parallel. So muss das liegen. So. Und zwischen O und O Stern gibt es also einen Verbindungsvektor. Den nennen wir Groß R Pfeil. Von O nach O Stern. Und wenn man jetzt an irgendeinem Punkt P einen Massenpunkt zum Beispiel betrachten, ein System, einen Massenpunkt, dann kann man den aus der Sicht des einen und aus der Sicht des anderen Systems betrachten. Im System S mit Ursprung O ist sein Ortsvektor der R-Pfeil. Im System O Stern ist der Ortsvektor hier R-Pfeil Stern. Im System O Stern. Und man kann sofort erkennen, wo doch das R-Groß-R-Pfeil der Verbindungsvektor ist, dass diese beiden Vektoren miteinander zusammenhängen. Das R-Stern ist nämlich nichts anderes als R-Pfeil minus Groß-R-Pfeil. Denn man kann sich ausrechnen, R-Pfeil plus R-Stern, also Groß-R plus Klein-R minus Groß-R, gibt klein r. So hängen diese beiden miteinander zusammen. Das ist die generelle Situation. Nun, jetzt wollen wir uns morgen beginnen, ja, morgen geht noch, ja, Donnerstag, mit gleichförmig bewegten Bezugssystemen zuerst auseinanderzusetzen. Gleichförmig bewegte Bezugssysteme. Da ist es so, dass dieser Verbindungsvektor Groß R so gebaut ist, dass er gerade einfach mit einer konstanten Geschwindigkeit sich bewegt. O Stern bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit relativ zu O. Und das heißt, O Stern hat Geschwindigkeit U Pfeil relativ zu O. Das bewegt sich mit Geschwindigkeit U Pfeil relativ zu O. Und zwar ist dieses U Pfeil konstant. Und man kann daher schreiben, dass das dr Pfeil nach eben dieses U-Pfeil ist. Das ist ja die Geschwindigkeit von O-Stern relativ zu O. R-Pfeil ist ja der Ortsvektor des anderen Ursprungs in Bezug auf das ursprüngliche Koordinatensystem. Das ist U und U ist konstant. Und daraus folgt natürlich, wenn man da integriert, dass das R-Pfeil einfach gleich ist U-Pfeil mal t. Wenn man da wieder differenziert, hat man dr nach dt ist u und u ist konstant. Und daraus ergibt sich sofort, und damit möchte ich für heute Schluss machen, daraus ergibt sich sofort,
der Zusammenhang zwischen den beiden Koordinatensystemen. Denn der Zusammenhang steht ja im Wesentlichen hier. Sie haben ja einerseits den Ortsvektor im neuen System, den Ortsvektor im alten System. Sie kriegen also, dass das R-Pfeilstern gegeben ist als R-Pfeil minus Groß R. Und R-Pfeil minus Groß R, wenn man einsetzt, dass das Groß R jetzt gleich U mal T ist, weil es sich ja um gleichförmig bewegte Bezugssysteme handelt, haben Sie R-Pfeil minus U-Pfeil mal T. So schaut das aus. Dazu setzen wir hier, das hat Galilei noch nicht gemacht, wir aber schon, dass wir auch dazu sagen, dass die Zeit im einen System gleich ist der Zeit im anderen System. In der klassischen Mechanik ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir sagen ja, die Zeit ist etwas Unabhängiges, Absolutes, egal in welchem System. In der relativistischen Mechanik zeigt sich dann, dass das nicht so ist. Und um das hier besonders zu betonen, schreibe ich dazu, dass also die Zeit gemessen im System S-Stern und die Zeit gemessen im System S die gleiche Zeit sein soll. Diese Transformation von dem System R-Pfeil und T in das System R-Pfeil Stern und T-Stern, also von S nach S-Stern, dies ist die allgemeine einfache Transformation, wenn die beiden Systeme gegeneinander gleichförmig bewegt sind. Und das ist die sogenannte Galilei-Transformation. Und damit soll es für heute Schluss sein. Morgen werden wir uns anschauen, was daraus für Folgerungen zu ziehen sind. Danke.